Oha, ehrenwerte Community. Ihr habt es euch ja doch angesehen und ganz schön viele Likes dagelassen. Na dann, Dankeschön und willkommen zurück zur neuen Folge Zelda Ocarina of Time 3D Master Quest. Die Folge nach der goldenen Schuppe und den Nachtschwärmern. Ja, schlimm war's. Ich hab's trotzdem ganz gut wegstecken können. Link dagegen ist noch ein bisschen mürrisch und würde gerne bei der nächstgelegenen Schießbude Dampf ablassen. Aber was ist denn hier los? Was ist mit Kakariko passiert? Zurück, Dummy. Sieht aus, als würdest du es überstehen. Dummy, etwas Schreckliches ist passiert. Der Schattendämon ist aus seinem Gefängnis entkommen. Impa, die Gründerin Kakarikos, hatte den Schattendämon einst auf den Grund des Brunnens verbannt und dort eingeschlossen. Doch die Kraft des Dämons wurde in letzter Zeit immer stärker, sodass das Siegel brach und er wieder in die Oberwelt entkommen konnte. Ich glaube, Impa ging zum Schattentempel, um ihn wieder zu versiegeln. Ohne Hilfe wird sie dort in großer Gefahr sein. Dummy, Impa ist eine der sechs Weisen. Vernichte den Schattendämon und rette Impa. Es gibt einen Zugang zum Schattentempel hinter dem Friedhof von Kakariko. Alles, was ich für dich tun kann, ist, dich die Melodie zu lernen, die dich zum Schattentempel bringt. Diese Melodie führt dich in die unendliche Dunkelheit, die sogar die Zeit absorbiert. Höre nun die Nocturne des Schattens. Du hast die Nocturne des Schattens erlernt. Ich werde mich um das Dorf kümmern. Ich zähle auf dich, Dummy. Krass. Aus diesem Brunnen? Da kommt es her, das Dunkle. Heftig. War da eigentlich was auf dem Grunde des Brunnens? Glaube nein. Was ist los, Navi? Listen! Dieser Dämon, er kam aus dem Brunnen im Dorf. Lass uns mal dorthin gehen. Sieh dich mal um. Da sind wir gerade. Aber hier gibt es nichts zu sehen. Zumindest nicht in der Zukunft, Leute. In der Vergangenheit jedoch.
Da ist es was anderes. Erstmal sollten wir allerdings hier zur Schießbude gehen. Denn Link möchte, wie gesagt, noch etwas Dampf ablassen. Und wir können uns einen größeren Köcher verdienen. Den wollen wir natürlich haben. Also los geht's. Es ist, glaube ich, genau dasselbe Spielchen wie damals am Marktplatz. Nur halt jetzt mit Pfeil und Bogen. Und ich glaube, die Ziele verschwinden etwas schneller wieder. Oder? Oh, shit. Gut, vielleicht ist es auch exakt dasselbe. Nur mit Pfeil und Bogen. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, es hinzubekommen. Aber ich habe schon einmal nicht getroffen. Aber scheinbar scheißegal. Wir haben's geschafft! Der große Köcher! Jetzt können wir insgesamt 40 Pfeile tragen. Wäre natürlich gar nicht mal so unklug gewesen, sich den zu holen, bevor man die Mission mit den Nachtflammern angeht. Ja. Aber ich wollte diese Sequenz mit Sheik einfach noch nicht triggern, sondern erst jetzt. Wir können von Glück reden, dass es hier regnet. Das wird das Feuer wieder schnell löschen. Außerdem ist es, soweit ich das erkennen kann, ein kleiner Hinweis darauf, wie man das Ganze jetzt zu regeln hat. Denn wie bereits gesagt und gesehen, aktuell gibt es beim Brunnen nichts. Aber in der Vergangenheit, da könnte sich was getan haben. Außerdem wurde auf die Windmühle geschwenkt in der einen Sequenz, was natürlich auch nicht ganz ohne Grund geschehen ist. Oh nein, deine verflixte Ocarina ist ein Instrument des Teufels. Okay, okay. Der Typ hat wirklich was gegen mich. Aber warum? All das klären wir heute. Aber es soll noch viel, viel mehr passieren. Diese Folge wird wieder vollgestopft mit Content sein. Wir machen heute nämlich eine weitere große Quest, die auch frustrieren kann, aber nicht annähernd so wie die anderen beiden. Und ich denke, wir werden uns da ganz gut anstellen. Die Tauschquest. Kann man ein richtig geiles Item für bekommen und das möchte ich gerne haben. Beginnen tun wir das Ganze tatsächlich bei dieser Frau hier, wo wir schon mal die Hühner eingesammelt haben für sie, als junger Link. Und jetzt als Erwachsener hat sie auch eine Quest für uns. Ich habe ein neues Huhn gezüchtet. Ich nenne es Kiki und ich bekomme keine Allergie, wenn ich es anfasse. Es passt auch in die Hosentasche. Ein Huhn ist praktisch, um faule Langschläfer aufzuwecken. Schon mal was davon gehört? Ja, da war mal so eine Situation. Es hat Spaß dabei, richtig laut zu gackern. Ganz besonders, wenn es eine Schlafmütze aufwecken darf. Aber so ganz zufrieden ist Kiki im Augenblick noch nicht. Du siehst aus, als hättest du ein glückliches Händchen für Hühner. Hier, nimm dieses Ei mit. Ist Kiki ausgeschlüpft, dann bring es irgendwann zu mir zurück und ich schaue, wie es sich anfühlt. Was hältst du davon? Ja, machen wir es mal. Jetzt verstehe ich auch, wie sie es gemeint hat mit, das passt in die Hosentasche, ist ja nur ein Ei. Trotzdem sollte man vielleicht damit vorsichtiger sein. Du hast ein Ei ausgeliehen. Bald wird Kiki ausschlüpfen. Gib es zurück, wenn du es nicht mehr benötigst. Okay. Ist jetzt gerade eigentlich Tag oder Nacht? Das lässt sich sehr schwer sagen. Und was macht denn der Typ da? Es ist lange her. Da gab es hier einen Mann, von dem man sagte, er besäße das Auge der Wahrheit. Heutzutage muss man schon selbst ein ganz besonderes Gespür entwickeln, um die Wahrheit zu erkennen. Aber der Typ hat das irgendwie anders gemacht. Sein Haus stand da, wo jetzt der Brunnen ist. Coole Story. Apropos, ich habe mitbekommen, dass ich wohl vergessen habe, mit einem der Skultula-Kinder zu sprechen. Also haben wir tatsächlich einen Preis noch nicht abgeholt, wenn das stimmt. Es ist aber auch der, ja, sagen wir einfach mal, unnötigste Preis von allen. Ich weiß jetzt nicht, für wie viele goldene Skultulas man den bekommt, aber ja, ihr hattet recht. Krabbelminen! Die man schon längst im Shop kaufen kann. Also maximal unnötig. Ich glaube, im normalen Spielverlauf bekommt man die da sogar zum allerersten Mal, oder? Ist es da... Nee, warte, ist es da nicht genau das gleiche mit dem Shop? Ich bin nicht ganz sicher, muss ich sagen. Auch mit der Tageszeit bin ich nicht ganz sicher. Aber wir müssen ja sowieso jetzt wegen des Huhns ein bisschen die Zeit vorspulen. Denn wie auch damals als kleines Kind wird es einen ganzen Tag benötigen, bis das Huhn schlüpft. Okay, und man kann jetzt doch recht gut erkennen,
dass es vorhin noch Tag war und jetzt ist es Nacht. Ich mache mir da natürlich nicht ohne Grund Gedanken. Nein, das hat schon seinen Hintergrund. Ich würde nämlich ganz gerne hier auf das Dach rauf. Das ist genau das Dach, wo man als junger Link von der Eule released wird, wenn man den Todeskrater bereist. Und hier gibt es noch eine goldene Skulltula. Ich glaube, bin nicht sicher, aber ich glaube, sie taucht nur als erwachsener Link auf. Haben zwar schon damals einige Leute in die Kommentare geschrieben, aber nee, ich denke nicht, dass man die damals als junger Link bekommen kann. Außerdem hat man da noch keinen Bumerang, was das Ganze noch zusätzlich unmöglicher macht, aber ja. Ich bin nicht sicher, da könnt ihr gerne in den Kommis drüber aufklären, wenn ihr da mehr wisst. Uns geht's jetzt viel mehr um das Huhn, das gerne schlüpfen darf. Und es ist passiert! Kiki ist geschlüpft. Bevor wir jetzt aber zu der jungen Dame zurückkehren, würde ich euch noch gerne was anderes zeigen, denn hier in diesem Haus wohnt ein alter Bekannter. Da er, naja, sein eigentliches Zuhause verloren hat. Und wir kennen ihn auch im Zusammenhang mit den Hühnern. Es ist Talon! Der pennt doch tatsächlich hier und es ist sogar möglich, ihn jetzt mit Kiki aufzuwecken. Wie damals als junger Link beim Schloss. Und ja, das lasse ich mir mal nicht nehmen. Was zum Teufel? Kann man denn nicht mal so eine Sekunde die Augen zumachen? Du hast Marlon gerettet? Danke. Dann kann ich ja wieder auf die Farm zurück. Was für ein Komplettversager ist denn der eigentlich? Und wenn ihr jetzt wissen wollt, hey, wo ist denn eigentlich Marlon? Die war die ganze Zeit auf der Farm, arbeitet allerdings im Stall und war natürlich unter Basil sehr unglücklich. Da habe ich ein paar Gespräche nicht gezeigt, ja, aber das ist auch ziemlich schwierig so als jemand, der jetzt nun mal kein absoluter Ocarina of Time Master ist. Das alles im Kopf zu behalten. Man kann immer noch mit ihr sprechen, sie wird halt jetzt vermutlich nichts Trauriges mehr sagen, aber hey, sollte uns eigentlich lieber sein, wenn sie glücklich ist, oder? Ist ja ein nettes Mädel. Und hübsch obendrein, aber hey, wir driften schon wieder ab. Gehen wir zu der anderen, nicht ganz unattraktiven Dame. Bitte sorge dich gut für Kiki, in Ordnung? Guck mal. Ah, Kiki sieht ja sehr gesund und fröhlich aus. Es muss eine arge Schlafmütze geweckt haben. Das hast du gut gemacht. Ich werde dir ein sehr seltenes Hühnchen mitgeben, wenn du willst. Ich nenn's Henny. Wow, Top-Name. Wobei ich bei meinen Pokémon-Namen lieber still sein sollte. Es hat einmal meinem Bruder gehört. Die blauen Federn sehen sehr schön aus, nicht wahr? Es ist so süß. Seit mein Bruder verschwunden ist, gackert Henny gar nicht mehr. Möchtest du Henny behalten? Ja. Du hast Kiki zurückgegeben und dafür Henny bekommen. Im Gegensatz zu anderen Hühnern kräht Henny selten. Bring Henny zu dem Ort, der auf dem Kartenbildschirm mit markiert ist. Vielleicht findest du dort jemanden, der den kleinen Vogel kennt. Ach, man bekommt da sogar eine Markierung? War das im Original auch schon so? Ich meine, nein. Tauschquests sind ja auch mitunter immer die schwierigsten Quests, weil man eigentlich kaum Hinweise bekommt. Aber diesmal schon. Ich sehe jetzt zwar auf der großen Karte hier aktuell... Ah, doch. Okay, wenn man sie öffnet, sieht man's. Alright. Das ist der verlorene Wald und da sehen wir uns gleich wieder. Natürlich sind jetzt, wo wir seit einiger Zeit den Waldtempel hinter uns gebracht haben, auch alle Kokiri wieder da. Die haben sich damals in den Häusern versteckt. Link hat nur nicht nachgesehen, weil er keine Zeit verlieren wollte. Und ja, das ist natürlich eine gute Nachricht, auch wenn Salia fehlt. Und das für immer, denn sie hat ja nun eine andere Aufgabe. Sie ist nun eine der Weisen. Und in diesem Zusammenhang wurde ich gebeten, doch noch einmal bei Mido vorbeizuschauen, der jetzt, nachdem wir den Tempel abgeschlossen haben, noch ein bisschen was anderes zu sagen hat. Und natürlich liefere ich das gerne nach. Ah, ich verstehe. Salia wird nicht zurückkommen. Ich gab Salia das Versprechen, dass ich Domi etwas mitteile, falls er zurückkehrt. Salia sagte, sie würde auf ihn warten. Für immer.
Ich glaube, Salia mochte ihn. Fremder, falls Sie ihn irgendwo sehen, lassen Sie es ihn wissen. Noch etwas. Es tut mir leid, dass ich gemein zu ihm war. Sagen Sie ihm das bitte auch. Alter. Ich wusste nicht, was er sagt. Aber es erzeugt Gänsehaut. Nicht nur, weil er erkannt hat, dass er ein Arsch war und zumindest manns genug ist, das zuzugeben und sich zu entschuldigen. Nein, vielmehr die Sache mit Salia. Sie wartet auf Link für immer. Das ist dermaßen romantisch und gleichzeitig so traurig. Sie hätten sehr gut gepasst, aber das Schicksal hat was anderes mit ihnen vorgehabt. Manchmal ist das so. Ich wüsste gerne, was Link jetzt denkt. Wobei, begreift er überhaupt irgendwas? In Sachen Frauen war er, naja, nie der Klügste. Ja gut, haken wir das ab. Wir behalten Salia in unserem Herzen. Und jetzt kommt eine weitere Enthüllung. Der Bruder von diesem hübschen Mädchen ist der Typ, der in Kakariko, als wir noch klein waren, immer nachts beim Baum saß, miese Laune hatte, alles gehasst hat, sogar seine Eltern verteufelt hat. Er ist der Typ und er ist jetzt der Zukunft, wie wir bereits wissen, hier in den verlorenen Wäldern. Und er kommt hier nicht mehr raus, denn als Erwachsener darf man hier nicht hinkommen. Oder können wir ihm doch helfen? Mit Kiki? Oh, er reagiert sofort. Kiki, was sag ich? Henny. Entschuldigung, Henny. Ich glaube, Henny ist das einzige Wesen, zu dem er wirklich eine Bindung aufgebaut hat. Henny, was? Ich dachte, nur ein netter Mensch wie ich kann dich zähmen. Nett? Okay, seltsame Selbstwahrnehmung. Das bedeutet, du musst in Ordnung sein. Ja, ganz bestimmt, ich vertraue dir. Tust du mir einen Gefallen? Bring dies hier zum Laden der Hexe Asa in Kakariko. Doch lass dir nicht so viel Zeit, denn sonst löst es sich auf. Okay. Ein Schimmelpilz. Bah. So ein frischer Pilz fault sehr schnell. Also bring ihn rasch zum Hexenladen in Kakariko. Der Ort ist mit diesen Dingen hier auf der Karte markiert. Beeil dich. Oh ja, beeil dich ist hier wirklich wörtlich gemeint. Wir haben nur 3 Minuten Zeit. Also schnell raus aus den verlorenen Wäldern. Mensch, Link, nimm irgendeinen falschen Weg, damit wir schnell hier rauskommen. Alles da. Porten ist, soweit ich weiß, verboten. Also kommt ja nicht auf die Idee, die Nocturne des Schattens zu verwenden. Das ist keine gute Idee. Wir müssen da jetzt tatsächlich den normalen Weg über die Hyrule-Ebene wählen. Deshalb werde ich auch nicht cutten, weil es ja durchaus spannend ist, ob wir es schaffen oder nicht. Und wir waren auch noch nie beim Hexenladen. Ich bin mir nicht 100% sicher, wie man den erreichen kann. Und wo ist Epona? Ich dachte, Epona war... Ah, okay. Hier. Bin mir nicht 100% sicher, wie man den erreichen kann, aber ich glaube... Ja, okay, es gibt ja sogar mehrere Möglichkeiten. Aber ich denke, ich werde jetzt einfach mal die sicherste wählen, die ich noch so einigermaßen im Kopf habe. Und wir lagern Epona einfach mal hier oben. Dann können wir da gechillt runterjumpen und noch die ein oder andere Sekunde saven. Es müsste nämlich möglich sein, über ein, zwei Häuser zum Hexenladen zu kommen. Andernfalls müssen wir das halt mit dem Enterhaken machen. Weil wo sie ungefähr ist, das wissen wir. Aber wie man jetzt als Erwachsener hinkommt, das weiß ich nicht. Es müsste mit dem Enterhaken auf jeden Fall machbar sein. Aber ich gehe jetzt dann doch auf Nummer sicher. Und passiere hier den Trankladen oder was das da ist. Ja, Magieladen. Bis morgen früh geschlossen, was? Nein! Fuck! Okay, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man Hymne der Sonne spielen darf. Ich hoffe, wenn nein, haben wir jetzt dick reingeschissen. Aber eigentlich, oh, eigentlich dürfte das nicht funktionieren. Ich meine, das hat ja als Auswirkung, dass Zeit vergeht. Lol, doch, es funktioniert. Wie unlogisch ist das denn? Wir haben den Tag herbeigeführt, haben aber trotzdem noch 1 Minute und 15 Sekunden Zeit, bis der Pilz zu schimmeln anfängt.
Es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Aber Nintendo-Logik, man kennt's. So, hier schnell nach hinten. Und dann kommen wir, genau hier, in dieses hintere Abteil. Erinnert ihr euch? Da waren wir bereits als junger Link mit dem Huhn hingekommen. Und ich sehe gerade, wir hätten es, oder? Hätten wir es hier über die Windmühle geschafft? Kein Plan. Scheißegal. Hauptsache, wir sind jetzt da. Da ist sie, die Hexe Asa. Ich habe einen seltsamen Duft. Du musst etwas gefunden haben. Ja, und es ist nicht dein Schlüpper, es ist dieser Pilz. Warum willst du ihn nicht an dich nehmen? Guck mal hier. Was streichelt sie da? Ein Tiger? Ein Tigerbaby? What the hell? Dieser tauge nichts. Er musste unbedingt in den Wald gehen. Hm, ich verstehe. Hey, gib das sofort her. Ist sie eigentlich die Mutter? Die Ähnlichkeit ist ja da. Wenn du den Dummkopf siehst, dann gib ihm dies. Es ist die stärkste Medizin, die ich je gebraut habe. Aber sie wirkt nicht bei jedem. Die Moderpackung. Sieht aus wie so ein Muffin. Die Moderpackung ist bestimmt nützlich. Geh doch mal in die verlorenen Wälder. Der Aufenthaltsort wurde wieder einmal markiert. Es heißt, gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen. Ich glaube, das ist wahr. Ja, wenn ich mir so die YouTube-Kommentare anschaue, dann ist da durchaus was dran. Dann wollen wir dem Taugenichts mal helfen. Eine Fee? Hä? What's going on here? Der, den du suchst, ist nicht mehr hier. Jeder, der diesen Wald betritt und kein Kokiri ist, ist verdammt. Jeder. Sicher hat er sich schon längst in einen Stahlfoss verwandelt. Oh, shit. Wir kommen zu spät. Und ja, die Legende besagt, jeder, der unbefugt in die verlorenen Wälder geht, kein Kokiri ist, der ist, verdammt, ein Stahlfoss zu werden. Krass. Ja gut, willst du dann vielleicht den Muffin haben? Ich meine, für den Taugenichts ist es ja zu spät. Wie gesagt, er ist nicht mehr hier. Aber ja, finde ich eigentlich ganz geil. Das besteht nämlich aus Waldpilzen. Gib sie mir zurück. Und dafür bekommen wir eine Säge, mit der wir eigentlich auch kämpfen könnten, so wie die aussieht. Aber gut. Du hast die Mutterpackung gegen die Säge eingetauscht. Der komische Kerl hat sie wohl hier liegen lassen. Warte. Moment. Der Kerl war depressiv AF? Saß die ganze Zeit nur an einem Baumstumpf? Egal ob in Kakariko oder hier? Tief in sich gekehrt, hasst alles und jeden, beleidigt alles und jeden, hat eine Axt dabei? Was hat der bitteschön Tag ein Tag ausgemacht? Ich will's gar nicht wissen. What? Wir bringen das mal ganz schnell weg. Dort befindet sich bestimmt jemand, der eine Säge wie diese gut gebrauchen kann. Wirst auch du dich verwandeln? Stimmt, ist da eigentlich auch kein Kokiri? Schön, dich gekannt zu haben. Tschüss. Die Frage ist aber, warum ist Link nie etwas passiert? Gelten Ausnahmen für Helden oder wird er verschont, weil er hier aufgewachsen ist? Alles ziemlich strange. Bevor wir jetzt verschwinden, sollten wir noch die Bohnenblatt... Bewegung suchen. Jetzt fiel mir kein richtiges Wort ein, Entschuldigung. Wir haben ja hier noch ein Blättchen gesät, aber ich finde es mal wieder nicht. Ah, immer das Gleiche, ne? Ich finde nie diese Plattform. Wo zum Teufel ist die denn? Ah! War das da hinten? Nein, hier war doch... Digga, es ist so zu kotzen. Ich finde nie die Stelle mit der Bodenranke. Aber es muss doch hier irgendwo gewesen sein.
Belasto. Ach, ist aber auch gut versteckt. So, ich glaube, auch das bringt einen eigentlich zu keinem wichtigen Ort. Oder gibt es hier noch eine goldene Skulptur? Es könnte sogar sein. Lass uns mal lieber auf Nummer sicher gehen. Ich bin mir da nämlich nicht 100% sicher, ob noch eine Skulptur auftaucht oder nicht. Ist jetzt natürlich alles andere als souverän, ja, aber ich sag's dir mal wieder. Es soll kein heftiger Walkthrough sein, wo alles passt. Das Spiel ist semi-blind. Oh, und ich bin sogar vorhin da richtig hingesprungen, sehe ich gerade. Oh nein, übelst peinlich. Naja, egal. Warum bewegt sich das denn so langsam fort? Uff. Da waren die anderen Bodenblätter aber schneller. Wie viel PS sind denn das? 20? Hat jemand einen Kaugummi oder so? Oder ein Espresso? Ach, Wasser tut's auch. Alles klar. Taugt offenbar nur zu diesen Rubinen hier. Lame. Die Säge möchte jemand im Gerudo-Tal sehen. Und zwar jemand an einem Ort, wo wir bislang noch nicht waren. Da drüben nämlich. Und mit Hilfe von Nepona oder dem Enterhaken gelangen wir hier hinüber. In meinem Original-LP habe ich es mit dem Enterhaken gemacht. Viele wollten es jetzt mit Nepona sehen. Hier, bitteschön. Und jetzt sprechen wir ganz kurz mit dir, bevor wir das Gerudo-Tal wieder verlassen, weil wir ja eigentlich noch gar nicht her sollen. Aber herkommen können. Irgendwie cool. Hat so was Open-World-mäßiges. Aber klar, wenn man es genau nimmt, war ja Ocarina of Time auch so ziemlich eins der ersten Spiele, wenn nicht sogar das erste, was eine Art Open-World überhaupt erst gemacht hat. Yeah! Ich bin Handwerksmeister! Es waren Gerudos, die die Brücke zerstört haben. Ich will sie reparieren, aber meine Leute sind verschwunden. Sie haben gesagt, ihr Job sei öde. Sie wollten lieber in die Gerudo-Festung gehen, um Diebe zu werden. Das ist ein seltsamer Karriereweg, aber gut. Hey du, wenn du schon in die Festung gehst, kannst du herausfinden, was meine Jungs dort tun? Ein andern Mal vielleicht. Ich habe hier was Cooles für dich, guck mal. Boah, das ist ja meine Säge, aber ich dachte, ich hätte sie bei der alten Frau liegen lassen. Ich frag mal nicht weiter nach. Ich besitze übrigens ein zerbrochenes Bigoron-Schwert. Cool, ich auch. Du müsstest es nur von einem Goron reparieren lassen. Ich würde es gegen die Säge eintauschen. Gibst du sie mir? Wie gesagt, ich hab schon eins, aber okay. Guter Junge, vielen Dank. Ich kann dir zwar nichts derart Wertvolles zum Tausch anbieten, aber vielleicht ist das hier ja angemessen. Nein, nicht wirklich. Du hast die Säge gegen ein zerbrochenes Goron-Schwert eingetauscht. Besuche damit Bigoron. Bigoron befindet sich auf der Karte. Inwiefern unterscheidet sich das eigentlich jetzt von dem, das wir haben? In keinster Weise, oder? Das hier heißt zwar Langschwert, aber es sieht ja sogar genauso aus. Der einzige Unterschied ist, dass wir dieses zerbrochene Goronenschwert hier als Item ausrüsten können und das andere ist halt ein Ausrüstungsgegenstand. Das ist ein Unterschied. Aber an und für sich ist es genau derselbe Shit. Was ich mich jetzt wiederum frage ist, warum kann ich nicht einfach mit meinem gebrochenen Langschwert direkt zu Bigoron gehen und den bisherigen Teil der Tauschquest skippen, wenn es doch eh dasselbe ist? Oder geht es vielleicht sogar? Ich weiß es nicht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare.
Wir haben jetzt aber trotz allem die Tauschquest regulär gemacht. Bereue ich auch nicht. Gehört ja zu den 100% und selbst wenn man das skippen könnte, würde ich es nochmal genauso machen wie hier in dem Part. Aber nichtsdestotrotz hätte ich natürlich gerne ein vollständiges, repariertes, unzerstörbares Goronenschwert. Und dazu besuchen wir Bigoron, der sich hier komplett random versteckt hält. Hallo? Bist du noch verschlafen? Aber ist doch jetzt schon 16 Uhr. Na gut, ich stehe auch um 15 Uhr, aber na Spaß natürlich. Tue ich nicht, echt nicht. Früher, ja, vor etlichen Jahren, aber... Vergessen wir das. Mein Bruder, er hat einen neuen Laden. Es ist Medigorons Waffengeschäft. Er ist gut, aber ich schmiede bessere Klingen. Die alianischen Zimmerleute wissen meine Arbeit zu schätzen, glaub mir. Ah ja, und was ist das hier für ein Shit? Oh, zweifelsohne eine Waffe aus meiner Schmiede. Ich würde sie reparieren, doch beim letzten Erdbeben ist mir Lavastaub in die Augen geraten. Seitdem sehe ich schlecht. Soll ich den Termin bei Fielmann geben? Nee, Mann, die sind nicht gut. Ja, jedem seine Meinung. In Zoras Reich gibt's wundersame Augentropfen. Wende dich an König Zora. Bitte, bring mir die Augentropfen. Ja gut, wenn du die besser findest. Kein Problem. Und dafür tauschen wir das zerbrochene Goronenschwert für ein Rezept, mit dem wir jetzt zu König Zora gehen, der offenbar nebenberuflich Apotheker ist oder so. Keine Ahnung. Ja, gut. Machen wir das mal. Können wir uns da hinporten? Nein. Top Nintendo. Mein König, ich habe eine Bitte und ein Rezept. Sehen Sie. Oh, das sind nun Augentropfen. Nun, wir haben in jedem Fall die erforderlichen Zutaten dafür. Bringt diese Zutaten zum Labor am See. Dort werden die Augentropfen für euch zubereitet. Doch eilt, denn die Zutaten müssen frisch sein. Werdet ihr es schaffen, bevor sie verderben? Ja. Ein Glotzfrosch. Schnell, bring ihn zum Heilersee, bevor ihm warm wird. Such dort das Labor auf. Ja, Leute. Das vorhin war nicht die einzige Time-Challenge. Es wird jetzt nochmal so richtig schwer. Zumal wir nicht diese Abkürzung hier unten verwenden können, da das Wasser gefroren ist. Nein. Wir müssen über die Hyrule-Ebene so schnell wie möglich zum Hyrule-See gelangen. Also nix wie rein in den Fluss. Fallschaden ist mir gerade komplett egal. Ab hier hinten wird es hoffentlich ein bisschen tiefer oder kann man hier als Erwachsener gar nicht entlang schwimmen? Das wäre natürlich echt blöd. Aber gut. So oder so dürfte das der schnellste Weg zurück auf die Hyrule-Ebene sein und von dort werden wir dann mit Epona schnurstracks zum Hyrule-See aufbrechen. Aber es ist und bleibt eine große Herausforderung und Navi, könntest du bitte deine Klappe halten? Egal, was du mir sagen willst, es wird mir sowieso nicht weiterhelfen. Da bin ich mir ganz sicher. Du hast schon so dermaßen häufig den Vogel abgeschossen, sogar in dieser Folge mit der Aktion beim Brunnen. Lass es einfach sein. Ja, Du kannst mir meinen Espresso holen, aber für mehr bist du nicht gut. So, und ihr seht, Freunde, das ist wirklich jetzt sehr anspruchsvoll, innerhalb des Zeitlimits das Labor zu erreichen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man es nicht schafft. Ob man dann einfach so sagen kann, hey, der Frosch ist verdorben, gib mir einen neuen, oder ob man dann die Tauschquest von vorn beginnen muss. Aber ich glaube eigentlich nicht. Das wäre schon ein bisschen übelst krass. Wir wollen es aber auch nicht drauf ankommen lassen. Gerne könnt ihr auch vorspulen, wenn euch das langweilt. Kein Problem. Wird leider auch nicht die letzte Time-Challenge sein. Und macht doch keine Faxen, Epona. Bitte. Jetzt habe ich sie extra nicht angetrieben, weil alle gesagt haben, wenn ich sie antreibe, dann springt sie nicht.
Und trotzdem hat sie keinen Bock. Aber gut, jetzt im zweiten Anlauf hat es funktioniert. Noch 50 Sekunden. Eigentlich gut machbar, noch das Labor zu erreichen, oder? Ja, gerade noch hier mit dem Boost von Epona sollte es eigentlich reichen. Alles klar. Dann absteigen und mit dem Typen reden. Los geht's. Warte, wo war denn nochmal der Eingang? Hä? Hier hin? Ach so, ups. Hab ich vergessen. Naja, der Frosch ist noch gut. Hallo. Hallo, ich bin gerade dabei, das Wasser aus dem Haiersee mit einigen seltsamen Substanzen zu vermischen. Vielleicht hast du ja schon mal mit Asa, der alten Frau, in Kakariko Sechsenladen gesprochen. Sie hat viel von mir gelernt. Es ist mir scheißegal, laber mich nicht schon wieder zu mit dem Shit, den ich schon kenne. Hier, sieh mal. Oh wow, ich habe keinen Glotzfrosch mehr gesehen, seit Zuras Reich vom Eis überzogen wurde. Diese Augen schmecken göttlich. Endlich kann ich mal wieder gebratene Augäpfel in Sahnesoße essen. Und ich esse das mit Lachs und Bandnudeln. Was mache ich falsch in meinem Leben? Also die Sahne, nicht die Augäpfel. Großartig, ich richte König Sora meinen Dank aus. Bitte, was willst du? Du willst, dass ich Augentropfen für Pigoron herstelle? Oh, wie außerordentlich schade, das hättest du gleich sagen sollen. Sorry. Bitte sehr, diese Medizin ist nicht lange haltbar. Eile so schnell wie möglich zu den Goron. Du bist ja noch jung und hast flinke Beine. Die Augentropfen! Bringe sie zu Bigoron, bevor sie die Wirkung verlieren. Ja? Erneut eine Time-Challenge. Aber jetzt eigentlich das große Finale. Epona, wo bist du? Epona! Shit, Epona, wo bist du? Oh fuck, die ist shit, schnell da! Denn wir müssen jetzt leider den gesamten Todesberg erklimmen. Zu Fuß als erwachsener Link rauf zum Todeskrater. Ob wir wollen oder nicht. Das ist unsere einzige Möglichkeit. Und ich hoffe stark, dass wir es noch schaffen können, weil das jetzt doch etwas Zeit gekostet hat. Hier wieder hinzukommen. Ohne Epona. Ich weiß nicht, ob ich sie vielleicht da bei der Brücke geparkt habe. Aber eigentlich hätte ich sie doch sehen müssen. Naja, wie dem auch sei. Epona war nicht da. Jetzt ist sie aber da. Nur nicht an der Stelle, wo ich sie gerne gehabt hätte. Glücklicherweise ist ihr das auch aufgefallen. Und sie hat zumindest einigermaßen ihre Position korrigiert. Jetzt aber bitte mit Hyperspeed. Wir müssen da rauf. Oh mein Gott. Und natürlich hat diese Folge auch wieder brutale Überlänge. Aber hey, für euch ist mir das wert. Auf jeden Fall werden wir die Quest heute noch abschließen. Das steht fest. Aber eine ganze Minute ist schon weg. Und wir sind gerade mal, naja, in der Mitte der Hyrule-Ebene angekommen. Das sieht für meine Begriffe ehrlich gesagt nicht wirklich gut aus. Wir werden also nochmal hier diese Abkürzung benutzen, um jetzt zumindest die ein oder andere Sekunde wieder rauszuholen, die wir vergeudet haben. Aber ich glaube, es wird sehr, sehr knapp. Jetzt mach schon. Go, 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 go. Der Enterhaken ist bereits ausgerüstet. Ich überlege, ob ich zu den Pfeilen wechseln soll, weil bei der Steinwand, die wir ja leider erklimmen müssen, müssten auch als erwachsener Link kleinen Miniskulturlast am Start sein. Und was mache ich eigentlich? Ich muss hier hoch. Hier, 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 hier. Ach so, ah, warte, 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 warte. Natürlich, jetzt kommt's mir. Wir haben doch die Bohnenerbse. Wir können das Blatt verwenden, um massiv abzukürzen. Ich weiß gar nicht, ob man das sogar machen muss, um eine Chance zu haben. Aber wir können es auf jeden Fall tun. Ja, klar. Es fliegt zwar nicht ganz nach oben, aber das ist eine Riesenhilfe bei der Schoße hier. Oh yeah. So, aufgepasst. Felsen. Im Anmarsch. Ein weiterer Grund, hier auf jeden Fall das Blatt zu nehmen. Oh yes, Ehre. Ich glaube sogar, man muss es verwenden, weil so schnell kann man doch eigentlich gar nicht sein. So, und jetzt sieht es wieder sehr gut aus. 1,30 und wir sind schon hier kurz vor der Steilwand. Und halt die Klappe, Navi! Kann man hier vielleicht mit dem Enterhaken noch ein bisschen abkürzen? Ist das möglich? Nee, ne? Nein.
Okay, dann zerstören wir nur die kleinen Skulltulas und haben dafür eine Minute. Das muss eigentlich reichen. Außer ich werde von ganz oben nach ganz unten runtergeschleudert, aber das ist selbst für mich einfach zu lächerlich. Das wird bestimmt nicht passieren. Oder? Moment mal, was? Warum? Warum steht denn die jetzt im Weg? Ich dachte, die war ein bisschen weiter oben positioniert. Na egal. Jetzt ist sie down. Und es kann mich eigentlich nichts mehr aufhalten. Schneller, schneller, schneller. Bring ihm die Augentropfen. Wir sind da. Hier, nimm. Puh. Hier, schau, was ich habe. Du bringst die Augentropfen. Du bist meine Rettung. Ich werde sie gleich ausprobieren. Man sieht's nicht, man hört's nur tröpfeln. Wow! Unglaublich, grandios, ich kann wieder sehen. Endlich kann ich wieder schmieden. Hier, nimm dies und schau in ein paar Tagen wieder vorbei. Noch einige Tage, gut Ding, Wildweile haben. Gedulde dich noch. Wir erhalten... Naja, also Bigorons Schwert, so mehr oder weniger zumindest. Wir haben ein Zertifikat erhalten. Hoffentlich ist das Schwert bald repariert. Ja, weil wir nämlich noch nicht genug getriggert wurden, müssen wir jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, 3 Tage warten. Oder eben 3 Tage mit der Hymne der Sonne vorspulen. Ich liebe euch auch, Nintendo. Manchmal hat man wirklich das Gefühl, man wird als Spieler gehasst. Warum? Warum? Verstehe ich nicht. Aber es ist so. Es gibt keine andere Möglichkeit. 3 Tage müssen vergehen. Vorher wird er nicht fertig. Obwohl er nicht mal was macht. Wir sehen es ja im Hintergrund. Er guckt immer noch genauso wie Caillou ins Nichts. Und ja, er arbeitet nicht. Er arbeitet einfach nichts. Wie die meisten YouTuber. Das waren jetzt 3 Tage, oder? Hallo? Nein, noch immer nicht. Es ist noch nicht fertig. Du bist sehr ungeduldig. Ist dein Scheiß ernst? Ist das dein Scheiß ernst, habe ich gefragt. Man muss das Zertifikat sehen. Hier, guck. Das ist meine beste Arbeit. Oh, yes! Es ist überstanden. Du hast das Langschwert gegen das Bigoron-Schwert getauscht. Diese Klinge ist unzerbrechlich. Wieso das Langschwert? Ach so, das Kaputte meinen die wahrscheinlich. Aber, warum habe ich das Zertifikat noch? Bleibt das übrig? Wie auch immer, jetzt haben wir das Bigoron-Schwert. Ein großes, stabiles und sehr scharfes Schwert. Während du es führst, kannst du kein Schild verwenden. Yeah! Es ist quasi wie das Langschwert, nur dass das Bigoron-Sword nicht kaputt gehen kann. Yes! Das ist das stärkste Schwert im Spiel, stärker als das Master Sword. Aber, ja, wie bereits gesagt, kann man kein Schild verwenden. Aber so gegen Stahlfosse oder so werde ich es wahrscheinlich einsetzen. Die sollten wir damit in, ja, vielleicht 3 Hits oder so down kriegen. Heftig geil! Dann hinterlasst mal einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und verpasst nicht die nächste Folge, dann geht's nämlich endlich weiter mit der Hauptstory. Na, gefällt's dir?